Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer weiteren Team Becky Challenge. Ihr müsst unbedingt wieder mitmachen, lasst mich nicht alleine und versucht mal bis zum Ende durchzuhalten. Ich bin mal gespannt, wer von euch es schafft, der hat wirklich wieder einen Pokal verdient. Und zwar machen wir wieder eine Versuche nicht wow zu sagen Challenge. Unmöglich Edition? Keine Ahnung, wir finden es auf jeden Fall heraus. Ich dachte mir aber diesmal wieder, dass wir drei Leben einführen, Leute, weil irgendwie ist es echt schlimm mit mir. Ich sag jedes Mal, wow, ich schaffe es einfach nicht. Deswegen, wir sind mal fair heute und gönnen, okay? Wir gönnen drei Herzen. Nicht vergessen, denken zählt auch. Also, wenn ihr euch das Wort gedacht habt, wow, dann wird auch ein Herz abgezogen. Und ihr könnt mir am Ende in die Kommentare schreiben, ob ihr es geschafft habt oder nicht und wie viele Herzen bei euch übrig geblieben sind. Postet das am besten mit so Emojis. Oh mein Gott, das wäre voll cute. So viele Herzen dann in den Kommentaren. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, dass ich mal ein Q&A mache wieder. Also wo ihr Fragen stellen könnt und ich beantworte sie. Also bei 20.000 Daumen nach oben weiß ich, ihr habt Bock darauf und schreibt auch gerne eure Frage unten dazu, Leute. Nicht nur euer Ergebnis, sondern schreibt auch noch eure Frage dazu, die ihr mir schon immer mal stellen wolltet. Und es ist Zeit für... Wusch! Oh nein, Regenbogenrutsche. Ah, ich lieb sowas. Ich wollte schon immer mal auf eine Regenbogenrutsche. Warum sieht das so verdammt hoch aus? Also abgesehen davon, dass sie echt wirklich bunt ist, mehr denke ich nicht. Abschalten alles, Becky. Sieht sie verdammt hoch aus. Ich habe Höhenangst, okay? Ich fokussiere mich jetzt auf die Höhenangst, dann schaffe ich das auch. Was ist das? Und warum hört sich das so komisch an? Was ist das? Das sieht so aus wie so eine gefrorene Beere irgendwie. Aber warum ist das so slimy? Nein, das ist nicht das Wort. Nein, das macht mir eher Angst, weil ich weiß einfach nicht, was das war. Orange oder schwarz? Orange. Weil ich glaube, ja, richtig. Aber warum sieht das so weird aus? Ich glaube, das tun die wenigsten rein schwarz. Deswegen... Ich hatte schon irgendwie ein Gefühl, aber sehr seltsam. Oh! Ich wusste gar nicht, dass man so leicht etwas aus einer Dose rausbekommt. Und flatsch! Und der Topf sprang sogar nach oben. Ich weiß nicht, ob er da noch Hunger hat auf Dosenessen. Wenn man das sieht. Ich weiß nicht. Wer ist Team Dosenravioli aber? Super lecker. Das sieht aus wie Eis. Oh mein Gott! Was ist das denn? So ein Slime hatte ich noch nie in meinem Leben, aber ich hätte ihn gerne. Mega, also das sah mal mega realistisch aus. Eine Schale mit Wasser. Warte, was? Was ist das denn? Und warum will ich da auch gerne mal reinfassen? Leute, ich dachte einfach nur das Wort. Ich opfer ein Wow freiwillig dafür, weil das ist einfach nice. Ah, ich weiß nicht, was es ist. Ein XXL Obese oder irgendwas, aber ich will es anfassen. Oh mein Gott, was ist das denn? Am Ende sah es auch aus wie so eine saure Gurke. Fandet ihr nicht? Aber irgendwie will man das schon gerne machen, ne? Ich verstehe irgendwie, dass die Leute das vielleicht mögen, weil man möchte es gerne selber machen. Obwohl es irgendwie voll unnötig ist. Räucherfall! Wow, Leute. Wow. Ich kann nicht anders. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Es ist so schwer, auf Rollschuhen zu fahren. Und dann machst du auch noch einen Spagat. Das hat ein Wow verdient. Und ich habe jetzt auch ein Herz. Alter, wir sind gerade noch am Anfang. Ich bin noch nicht darauf vorbereitet. Da hat man schon die Chance, drei Herzen zu haben. Und ich sag euch, selbst das schaffe ich nicht. Es ist unmöglich, mit weiteren Leben diese Challenge zu schaffen. Das ist einfach unmöglich. Regenbogenrutsche Part 2. Aber diesmal kann man zu zweit einfach mal rutschen. Oh, die ist ja noch viel, viel nicer. Außerdem geht es nicht so steil runter. Schaffen die es bis zum Ende? Oder bleiben die hängen irgendwie? Weil dazwischen ist immer so eine Matte, die so aussieht wie Gras. Das hat mir nicht, die schaffen es. Und weg und geschafft! Oh, das sind BFF-Goals. Ehrlich, wenn du mit deiner besten Freundin und mit deinem besten Freund da runterrutschen kannst. Was ist das? Wer klebt sich Extension an seinen Oberarm? Oh, wir machen auch noch einen Scheitel. Jetzt machen wir Conditioner drauf und waschen das Ganze. Ich bin verstört. Ich bin echt verstört. Ew, wer macht sich da Haare drauf? Ich kann mir das einfach nicht erklären. Was war das? Welche Farbe schreibst du unten rein? Ich würde sagen grün. Grün. Das sah nicht schön aus. Boah, der hat einfach mal ein Emoji mit einem Regenbogen in seinem...
bekommen. Beziehungsweise es sind seine Haare. Der Regenbogen sind seine Haare oder ihre. Ich selbst würde es mir niemals machen lassen, aber ich feiere es irgendwie. Voll cool. Also welchen Friseur hätte ich mega Bock darauf, solche Haare zu machen? Was ist das denn? Wasser oder Slime? Slime oder Wasser? Ich glaube, es ist Slime. Boah, was ist das denn? Boah, was ist das? Das ist ein Tattoo, aber warum ist da sowas da drunter? Ich glaube, das fanden einige bestimmt jetzt befriedigend, aber ich mochte es nicht ganz so sehr. Oh! Oh, das sieht so mies aus. Oh, jedes Mal, wenn ich das sehe, ne, da kriege ich echt so Gänsehaut, weil Leute, die sich diese Veneers machen lassen, vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört, diese ultra geraden weißen Zähne, die sich Leute raufsetzen lassen, die kriegen vor solche Zähne, ne? Deine Zähne sind im Eimer. Aber danach sieht es halt super toll aus und so. Man denkt sich so, das Wort. Aber wenn deine echten Zähne so drunter aussehen, das kostet ja auch super viel, dann, nee, ich weiß nicht so ganz. Da behalte ich lieber meine echten Zähne ganz normal. Leute, das ist komplett aus Luftballons gemacht. Die ganzen Kleider, habt ihr sowas schon mal gesehen? Sag nicht das Wort, Becky. Sag nicht das Wort, denk es auch nicht. Ich hätte gern so ein Kleid. Leute, ich sag's euch, würde ich jemanden finden, der mir so ein Kleid macht aus Luftballons, ich würde es tragen für 24 Stunden, damit in der Stadt rumlaufen und alles machen, ja, bis es platzt. Ich würde es definitiv machen, Leute. Ich hätte so Bock drauf, aber ich kann das nicht machen. Wer kann das für mich machen? Wie du wach bleibst. Was hatte der Mentos dran an seiner Stirn? Mega schlau, aber wer tut so etwas? Ich trinke die Cola, aber ich lasse mich damit doch nicht nass spritzen, falls ich einpenne. Da fällt mir ein, sowas bräuchtest du im Unterricht. In gewissen Fächern. Oh, Zimtschnecken. Die sehen ja voll lecker aus. Warte, das sind keine Zimtschnecken. Ist es Slime? Alter! Bitte servier mir niemals sowas, sonst esse ich das. Wirklich jetzt, ich beiß da rein. Das ist gar nicht gut. Das sieht so realistisch aus mittlerweile. Das ist nicht mehr normal. Oh, schon wieder Rollschuh fahren. Oh, sie traut sich was. Und es ist auch noch gut gegangen. Ich glaube, ich habe noch nie so was Heftiges gesehen auf Rollschuhen. Also das mit dem Spagat war schon krass. Aber dann auch noch so eine Pirouette hinzubekommen in der Luft. Mit Rollschuhen. Und dann auch noch sanft zu landen. Mein Respekt, wirklich. Warte, läuft sie da ernsthaft auf Wasser? Also, ich weiß, es ist falsch rum, aber es sieht verdammt realistisch aus. Das Beste ist, wie sie das hier macht. Wie so ein Fisch oder so. Aber krass, mit High Heels unter Wasser, Leute. Schaut euch das an. Fast gesagt. Ich glaube, da sind ganz viele gerade am Verlieren gewesen, oder? Die haben mindestens ein Herz jetzt hier verloren, weil das ist heftig. So wird eine Silikonflosse gemacht. Oh, ich will mir immer noch gerne eine holen. Sogar mit einer Muschel, damit es einfach noch realistischer aussieht. Ey, das wäre so ein Hobby, was ich gerne im Sommer anfangen würde. So Silikonflossen machen. Oh mein Gott, was? Holo! Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass sowas bei rauskommt. Ihr etwa? Also ich hätte jetzt gedacht, sie hat ein anderes Outfit, eine andere Frisur, aber so ein heftiges Make-up. Okay, sie macht sich irgendwie Farbe in die Haare und das wird langsam holographisch. Das verändert einfach mal nach und nach seine Farbe. Was kommt nur am Ende dabei raus? Ich glaube, das werden wir niemals erfahren. Er kann einfach mal die perfekten Kreise malen. Ohne Zirkel. Ohne Zirkel. Und ich, ne, ich bekomme noch nicht mal eine Linie, eine gerade Linie hin, ohne Lineal. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Also, ich wünschte, ich könnte sowas, ne? Das ist so ein Talent, so, das brauchst du eigentlich nicht, aber irgendwie ist es auch cool. Oh, wer ist er denn? Das ist crazy. Alleine in einer Schwimmhalle? Was macht er? Okay. Leute, er hat es einfach mal regnen lassen. Also ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat. Er hat einfach nur mal gegen die Wand gehauen und zack, kommt der Regen runter. Aber du bist alleine im Schwimmbad und hörst nur dieses Geräusch. Das ist grenzwertig. Grenzwertig. Toll. Der Stift kann einfach mal seine Form verändern. Ich dachte, ich hätte schon sämtliche Stifte gesehen, aber... sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wie geht das? Oh, mehr Jungfrauen, ne? Oh, Mann. Es ist bald wieder die Jahreszeit. Oh, mit ganz vielen zusammen. Und dann noch durch solche Schluchten und alles. Das ist echt hart. Das ist wirklich hart. Es ist nämlich wieder die Zeit, wo man langsam immer mehr wieder ins Schwimmbad gehen kann, je wärmer es wird. Und das ist mies. Boah, das würde ich auch mal gerne machen. Einfach nur die Folien rausziehen. Und dann hast du den perfekten Regenbogen.
Warum kriegt das niemand mit meinen Haaren hin, Leute? Ich hatte mal so einen Fail mit einer bunten Farbe. Vor kurzem. Ich bin so sad, wenn ich das sehe. Boah, das ist einfach mal das kleinste Poppin der Welt. Wie klein. Kommt das irgendwo auf den Nagel oder so? Zum Glück war es vorbei. Oh, das war mies. Das war echt mies. Das war, glaube ich, aber für ein Puppenhaus, oder? Kann das sein? Leute, das ist schon wieder Slime. Wie haben die jetzt getoastet bekommen? Wie geht so etwas? Und ich will das auch gerne machen. Mann, wie kriegen die das hin? Haben die irgendwie Formen oder so, wo die das reintun? Weil das sieht so echt aus. Oh, schon wieder sowas. Warum hört sich das so komisch an? Jo. Jo, nein. Was macht er denn? Schon wieder so eine optische Illusion mit seiner Hand. Aber da brauchst du halt immer diesen schwarzen Hintergrund, ne? Aber wie krass ist das? Ich könnte das niemals, aber ich würde es mal gerne machen für Halloween. Ah! Es ist nur eine Illusion. Es ist nur eine optische Illusion, Becky. Oh, ein Obbys-Ball aufschneiden. Das ist so cool. Ich will das auch am liebsten gerne mal machen. Warum habe ich das nie so geöffnet? Kann mir das mal jemand erklären? Warum habe ich das noch nie so gemacht? Wenn ich das irgendwann nochmal machen sollte, dann mache ich das so. Was ist das denn? Boah! Hilfe! Es lebt! Es lebt! Dämon, weiche von mir! Alter, kam da Benjamin Blümchen aus dem Gulli oder was ist da los? Was war das? What? No way. Das kann doch nicht echt sein, oder? Das kann doch nicht echt sein! Hä? Oder hatte da jemand einen Greenscreen-Anzug? Weil, wie geht das? Du kannst doch nicht einen Schneeball hinwerfen und dann rollt der von selber so los. Oder sieht das nur so aus? Oder konnte das wirklich runterrollen? Okay, wenn du mit deinem Geld flexen willst. Okay. Ging ein bisschen schief gerade und wieder zurück. Hä? Was ist der Sinn dahinter? Ich versteh's nicht. Ein einziges Herz ist übrig geblieben. Das war aber richtig knapp, Leute. Wirklich sehr knappe Sache. Ich bin mal gespannt, ob ihr es geschafft habt. Wie viele Herzen sind bei euch übrig geblieben? Lasst es mich wissen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb.